Willkommen zusammen zu einer weiteren Folge hier bei meinem Kanal mit Train Sim World 2. Wir gucken uns heute mal ein bisschen das Rush Hour Update an. Das wird kein normales im Sinne von wir setzen uns in einen Zug und fahren von Start zum Endbahnhof, sondern wir gucken uns mal verschiedene Sachen in dieser Folge an und schauen mal, ob sich gewisse Dinge verbessert haben. Der Fix, auf den ich mich persönlich am allermeisten gefreut habe, war tatsächlich hier der hier bei der Main-Spessart-Bahn. Achso, übrigens, wir haben hier ein neues Menüdesign, das kennt ihr vermutlich auch schon, habt ihr schon gesehen, dass jetzt die Strecken hier so aufgeführt werden und nicht mehr als diese Liste hier links. Man kann auch filtern, zum Beispiel nach den entsprechenden Bahnunternehmen. Gehen wir mal wieder zurück. So, die 146 ist das, was mich am allermeisten interessiert, ob da endlich der Sound wieder ansatzweise in Ordnung ist. Also gehen wir hier mal auf Erkunden, gehen mal zum Fahrplan. So, wir sehen, wir haben die 112, die ist auf jeden Fall verfügbar. Auch eine nette Neuerung. Hier können wir Repaints auswählen. Das mache ich jetzt mal besser nicht, weil ich nicht weiß, ob die Repaints hier funktionieren aktuell. Huch, ein bisschen. Da die 146.2. Was wir jetzt auch machen können, ist, dass wir hier praktisch das Wetter genauer einstellen können. Also wir können uns die Monate einstellen, in denen wir fahren. Wir fahren mal im Juli. Aha, nehmen wir mal August. Hier können wir dann das Wetter entsprechend einstellen. Nebel, klar, leicht bewölkt. Lassen wir es mal bei klar. Lassen wir das alles so, wie es ist, denn ich möchte halt tatsächlich wirklich nur die 146 austesten. Wir fahren in Aschaffenburg los, denn in Aschaffenburg sind jetzt auch mittlerweile Bahnsteigsinformationen. Also sprich, die Displays an den Bahnsteigen sind auf der Main-Spessart-Bahn zum Teil benutzbar und wir sehen es auch direkt, das passt schon mal. Auf den kleineren Zwischenbahnhöfen ist das anscheinend nicht der Fall. Warum auch immer. Aber hier in Gemünden und in Aschaffenburg haben wir diese Informationstafel und das ist ja schon mal auf jeden Fall sehr, sehr schön. RB79 passt. So, wir sitzen in der 146. Gehen mal hier auf Neutralstellung. Geben mal die Türen links frei. Stehen mal auf. Wir können die PZB immer machen, die SIFA und neuerdings jetzt auch die LZB. Gehen mal hier auf Headlights. Okay, interessant, dass das nicht auf Deutsch ist. Aber okay, nicht so schlimm. Das passt alles. So. Fahrtrichtungsverändern, Vorwärtsstellung. Hier müsste eigentlich noch so ein B aufleuchten, ne? Das fehlt leider. Okay, sonst lässt sich hier nichts machen. War das nicht alles vorher noch auf Deutsch? Na ja, gut. Bremse lösen, Signallichter, Instrumenten, Beleuchtung möchte ich haben. Cap Light aber aus. Bremsen sind soweit gelöst. Türen können wir dann schon mal zumachen. Dann die AFB. AFB, AFB, AFB. Aha, das ließ sich, glaube ich, vorher nicht bedienen, oder? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich war halt so extremst selten in der 146, einfach weil der Sound so grausam ist. Können wir das noch mittlerweile selbst einstellen? Tatsächlich. Ah, das finde ich ja mal cool. Wirklich. Also wir haben jetzt mittlerweile bei der 146 dieses System, dass praktisch automatisch die Ziele eingestellt werden. Also hier haben wir halt Gemünden. Aber wir können trotzdem. Nee, doch nicht, oder? Lower Bahnhof. Autoset. Nee. Okay, so steht jetzt Lore. Tatsache.
Ja, das finde ich sehr, sehr cool. Diese Lösung ist sehr elegant, dass wir sowohl die Bahnhöfe selbst einstellen können, als auch das Ganze automatisch vom Spiel gemacht wird. Jetzt gehen wir wieder auf Autoset. Ja, perfekt. Also ich bin begeistert. Davon bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr begeistert. So, Fahrtrichtungswender sind Vorwärtsstellungen. Wir gehen mit der AFB auf Pfirsich. Ich weiß nicht genau, wofür diese Nullen hier stehen. Ist das die LZB-Anzeige? Ist die überhaupt? Warum ist die denn an, wenn wir keine LZB haben? Gut, ich weiß es nicht so genau. Bremsen lösen. Und jetzt mal schauen, wie das Sound ist. Ich bin mal kurz still. Okay, Windsounds fehlen immer noch. Tonleiter klingt in Ordnung. Nicht ideal, aber auf jeden Fall schon mal besser als vorher. Es sind übrigens natürlich keinerlei Mods installiert. Die Frage ist natürlich, höheren Geschwindigkeitsbereich, wie das da aussieht. Wir machen mal Folgendes. Wie gesagt, das wird ja keine richtige Fahrt hier. Machen die PZB wieder aus. Und geben jetzt einfach mal Vollstoff. Ich will wissen, wie das Sound ist. Also der Sound im höheren Geschwindigkeitsbereich. Schluck Tee trinken. Hier links die 185. Ja, also soundtechnisch viel, viel, viel besser als vorher. Ganz klar, also die 146 lässt sich wieder fahren. Es ist immer noch nicht ideal. Ich glaube, wenn wir das Fenster aufmachen. Ja. Ja, also ist in Ordnung. Nicht perfekt, definitiv nicht, aber im Vergleich zu vorher ist das immer noch ein unendlich großer Unterschied. Man hört den Sound so ein bisschen lupen. Ich kann eben auch die FPS einblenden. Wir haben nämlich jetzt auch mittlerweile wieder deutlich höhere FPS-Zahlen als vorher. Das ist nämlich auch ein Vorteil dieses Updates. Außerdem ist die Render-Distanz viel, viel größer geworden. Also die Bäume flackern gar nicht mehr so sehr, wenn man näher rankommt. Das sieht jetzt auch viel besser alles aus. Aber soundtechnisch definitiv in Ordnung. Definitiv. Ups. Gut. Wie gesagt, das wird jetzt kein richtiges Let's Play in diesem Sinne. Wir gucken uns jetzt einfach nur verschiedene Fixes an, die es gegeben hat. Und Neuerungen. Unter anderem ist eine Neuerung auch dieses Menü. Also wir können jetzt hier praktisch
Wir hatten dieses Menü vorher von Anfang an, das ist jetzt in diesen Einstellungen mit drin. Dann haben wir eine HUD-Übersicht, wo nochmal erklärt wird, was so im HUD alles zu sehen ist. Tastenbelegung, das ist die Übersichtsgrafik, also hier kann man dann Geschwindigkeitsbeschränkungen etc. sehen. Und hier ist praktisch so ein Höhenprofil der Strecke auch sehr interessant. Dann haben wir hier endlich mal eine Karte mit, mit Beschriftung. Auch etwas komplett Neues. Ist zwar jetzt in diesem Sinne noch nicht die Ingame-Karte, die ist so wie vorher, aber ich finde, das ist schon mal ein riesiger Unterschied, auch wenn jetzt die Karte vom Design her nicht so geglückt ist. Also wir sehen es ja zum Beispiel hier in der Port Construction Yard und dann ist halt dieses Yard so ein bisschen verdeckt. Auch ist die Karte zum Teil auf Englisch immer noch, aber das ist auch nicht so schlimm, finde ich persönlich. Ablauf, das ist unser ganz normaler Ablaufplan, den wir haben. Nachrichtenlogbuch, auch alles bekannt. Komplette Karte. Ah, okay, gut. Ja. Genau, ja, das ist die ursprüngliche Karte. Die ist nach wie vor so wie vorher. Okay, dann gehen wir mal zurück ins Hauptmenü und gucken uns jetzt einen weiteren Fix an, auf den ich extremst gespannt bin. Und zwar steht nämlich für die 185.2. Erstens wurde der Sound gefixt. Dann gehen wir mal zu Rosig Nord schon mal. Rosig Nord. Also erstens wurde der Sound gefixt. Zweitens haben wir noch eine andere Neuerung, aber die gucken wir uns dann einfach gleich direkt mal an, würde ich sagen. 185.2. Machen wir mal den hier. Wir haben nämlich Folgendes bei der 185.2. Einen Game Crash. Okay. Das ist eher uncool. Close without sending. Dann starten wir mal das Spiel von vorne. Ich hoffe, die Aufnahme läuft nach wie vor. Müsste eigentlich. Gut, warum das jetzt passiert ist, keine Ahnung. Liegt es vielleicht an irgendwelchen Mods? Nicht, dass ich wüsste. Ich hab, glaube ich, keine Mods mehr installiert. Und selbst wenn keine. Gott. Keine, die 185.2 in irgendeiner Form. Egal, dann machen wir das hier. Erkunden, Fahrplan 185.2. Fortfahren. Und jetzt hier Eastbound Mixed. Okay, das klappt. Warum das Spiel gerade abgestürzt ist, keine Ahnung. Wir haben nämlich Folgendes. Normalerweise ist das so, dass wir, wenn wir ein haltzeigendes Signal überfahren wollen, hier mit der Tab-Taste dann auf Stellwerk kontaktieren gehen müssen. Und das ist jetzt praktisch im Führerstand mit eingebaut. Also, Moment, wie genau steht das da? Das steht jetzt: Added Contact Signaler Functionality to both Cabs in the 185. Dot 2. Player can now contact Signaler by clicking on the phone to the bottom left of the driver's seat or using the rail driver. Also hier. Das ist die AFP. Also ich kann hier nichts anklicken. Komisch, vielleicht meinen die das hier. Das muss vielleicht erstmal auf an sein und jetzt. Nee. Abgelehnt auf Signalwechsel warten. Tatsache, es funktioniert. Aber wo ist der Triggerpoint? Der ist hier so links. Ja, das finde ich auch cool. Also ich finde, dieses Menü, das stört immer so ein bisschen, wenn man das aufrufen muss, aber wenn man das jetzt praktisch.
hier machen kann. Das ist sehr, sehr cool. Okay, ich würde jetzt auch gerne mit der 185-2 fahren. Ja, das ist unser Signalrot. Auf wen müssen wir denn warten? Weil auf Warten habe ich jetzt hier nicht so viel Bock, ehrlicherweise, denn ich würde einfach gerne ein bisschen testen, denn die 185-2 soll ja auch gefixten Sound haben. Okay, das dauert mir zu lange. Einstellungen, Hauptmenü, ja. Gehen wir zu einer anderen Strecke, wo wir einfach vermutlich direkt fahren dürfen. Hier Köln-Aachen bestimmt. Wagentransport Richtung Westen. Noch ein Schluck Tee. Okay, rüsten wir mal den Zug auf. Fahrtrichtungswender in Neutralstellung. PZB, SIFA und LZB funktioniert leider hier nicht. Schade. LZB wurde hier nicht nachgepatcht. So, einmal hier. Die AFB lassen wir heute mal aus. Signal ist grün, hervorragend. Wir können ja einfach, weil wir es können. Ach, wie cool. Das ist echt nice. So. Und. Ja. Fahrtrichtungswende erstmal in Vorwärtsstellung. PZB ist an. Untere Zugart. Jawohl. Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Also im Vergleich zu vorher. Cool. Ah, Gott. Ja. Ja, ich hab's verstanden. Ja. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Lass mal die PZB aus. Wie gesagt, das ist hier alles nur ein bisschen, nur um sich das Update anzugucken, nicht um wirklich richtig Zug zu fahren. Ja, lieber Zug. Gut, vermutlich muss der erstmal ein bisschen Leistung aufschalten. Der Zug ist ja sehr schwer, den wir hier fahren.
Gut, wir machen es anders. Okay, doch nicht. Na? So. Komm schon. Come on. Komm schon. Auf geht's. Also, wieder nur ein kleiner Test, was die Lok drauf hat. Also soundtechnisch drauf hat. Max ist 140. Und festhalten. Autsch. Also ist okay soundtechnisch. Gut, 140 würde ich vielleicht nicht unbedingt mit der Lok fahren. Das klingt dann nicht mehr ganz so schön, aber ist in Ordnung. Okay, so, was können wir uns noch angucken? Die 143. Einstellungen, Hauptmenü. Ja, die 143 hat nämlich auch gefixten Sound. Erkunden, Fahrplan. 143. RE1 nach Aachen. Starten wir mal in Köln. So, das Display ist immer noch nicht gefixt. Schade. Hätte ja sein können. Sieget. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Okay, so. Aufrüstvorgang 143. Puh. Fahrtrichtungswender. Machen wir in Vorwärtsstellung. PZB und so lassen wir alles aus. Lösen. Können wir den Schlüssel drehen? Nö. Das ist auch gelöst. Dann müssten wir theoretisch schon fahren können. Das mit den Türen sparen wir uns mal. Ja. Auch nicht schlecht, sieht hübsch aus. Das sind die Fahrprogramme. BZB und so. Fahrgasttüren. Führerstandsbeleuchtung. Spitzensignale. Zuglichter. Machen wir dich mal an und dich machen wir an. Und guck mal, wie wir so fahren. Ich kenne mich mit der 143 nicht wirklich aus in Realität, wie die so klingt, weil die jetzt wirklich nicht mehr häufig fährt. Zumindest hier, wo ich wohne, fährt sie, glaube ich, gar nicht mehr. Daher kann ich den Sound davon so extremst schlecht einschätzen. Muss aber sagen, er gefällt mir sehr gut.
Also es klingt sehr angenehm. Wir haben einen Fahrsound, wir haben Motorsound, wir haben Windgeräusche, anders als bei jetzt hier der 185, wo so ein bisschen die Windgeräusche leider noch gefehlt haben. Ja, also 143. Haken dahinter gefällt mir sehr gut. Definitiv. Dann fahren wir mal noch ein bisschen schneller. Mal gucken, was die Lok so drauf hat. Mal gucken, wie die FPS aussieht. Ja, auch hier so 35, 40. Das ist für meinen PC hier in Ordnung, definitiv. Das ist mehr als vorher. Es läuft tatsächlich flüssiger. Haben wir hier eigentlich auch sowas von wegen dass wir so eine Art Telefon hätten? Nee. Schade. Huch, was war das, die SIFA? Das wäre cool gewesen, aber ist in Ordnung. Okay, 140. 120 dürfen wir im Vmax. Da steht es auch nochmal. Informationssystem haben wir leider keines hier. Ich glaube, die Anzeigen funktionieren nicht. Fahrmotorlüfter ist an, jawohl. PZB-System. Gehen wir einfach mal auf 100%. Ja, also 143 gefällt mir extremst gut. Sehr, sehr gut. Ich überlege gerade, was können wir uns noch angucken in diesem Video. Ich glaube, wir haben jetzt schon die meisten wirklich wichtigen Fixes für die deutschen, für das deutsche Rollenmaterial und so jetzt angeguckt. Also zumindest was die Loks angeht. Okay, das passt. Gefällt mir sehr gut. Zurück ins Hauptmenü. Dann springen wir jetzt mal rüber nach Hamburg-Lübeck. Hamburg-Lübeck. Da haben wir jetzt nämlich Folgendes. Bei der 182 haben wir jetzt nämlich anscheinend die Displays korrekt im Führerstand. Also das Ebola-Display links. Mal gucken, ob es auch tatsächlich so ist. Jawohl, das sieht mir stark nach Ebola aus. Und hier rechts haben wir jetzt das, wie nennt man das, maschinentechnische Display? So wird das, glaube ich, genannt, ne? Ja, gefällt mir sehr gut, dass das endlich auch gefixt worden ist. Die Frage ist, geht das in beiden Führerständen? Denn wir hatten ja irgendwie das Problem, dass in einem der Führerstände die Displays nicht benutzbar waren, aber das sind sie jetzt in beiden Führerständen. Okay, da können wir nichts verändern. Weil gerade war da noch irgendetwas.
Kanto. Dich mache ich kurz aus. Können wir hier was machen? Nee. Haben wir hier irgendwo ein Telefon, das wir bedienen können? Schade, das wurde nicht, auch hier nicht mit eingeführt. Okay, so. Dann, ich guck mal ganz kurz noch in die Liste rein, was wir uns noch angucken können. Okay, die 112 ist jetzt wohl auch bei Hauptstrecke Rhein-Ruhr benutzbar im Fahrplan. Das glaube ich auch so, das muss ich nicht nachgucken. Was ich jetzt noch gerne wüsste, ist, ob im Lackierungsgestalter irgendwas Neues dazugekommen ist. Das war alles vorher schon da, das auch. 403, 406, 423. Nein, schade. Ich habe gehofft, dass die 204 von Rivet Games vielleicht jetzt auch, auch bemalbar ist, aber das ist sie leider nicht. Aber okay, nicht schlimm, wenn man dafür genug schöne Repaints sowieso schon zum Download. Okay, gut. Dann haben wir uns jetzt erstmal alle Fixes angeguckt. Also alle meiner Meinung nach wichtigen Fixes, auf die ich mich gefreut habe. Ich hoffe, das Video war informativ. Wir werden natürlich die ganzen Sachen ausgiebig in der Fahrt testen. Auch noch die neuen Strecken, die jetzt rauskommen mit Rush Hour, auch noch uns alle angucken. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet und dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.